Wenn man sich das genau ansieht, dann muss man auch feststellen, eigentlich haben wir gesehen, dass der LKW vorbeigefahren ist. Denn hier dieser Eingang befindet sich ja fast noch im Blickfeld der Dashcam, die von hier filmt. Ja? Und da sehen wir noch einen LKW mit 60, 70 Stundenkilometern. Er kann schlicht physikalisch diese Kurve nicht gemacht haben. Also aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der Tatsache, dass er diese Geschwindigkeit wohl kaum hat groß verringern können, denn wir sind hier gerade am Ende dieser Kurve. Wir haben eigentlich sein Heck hier noch verschwinden sehen und von dieser Dashcam aus. Und wir müssen ja auch hier mal an dieser Stelle feststellen, die Dashcam ist kein Beweis, dass dieser LKW überhaupt irgendwo abgebogen ist. Man sieht ihn nur mit hoher Geschwindigkeit vorbeifahren. LKW vorbeigefahren ist.